ein paar Worte dazu sagen, wie es dazu kommt, dass wir heute diese tolle Ausstellung hier veranstalten dürfen. Und zwar hatten wir vor circa einem halben Jahr, sind ganz viele Kinder zu uns ins Haus gezogen, die unheimlich schöne Bilder gemalt haben. Und so dieses Medium Malen und künstlerisches Gestalten, was sie dafür genutzt haben, um ein Stück weit ihre Vergangenheit auch zu verarbeiten und künstlerisch darzustellen und einfach so aufzumalen. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei der Gina erstmal, die uns geholfen hat, diese Ausstellung zu organisieren, weil sie ist eine Künstlerin und hatte auch mehr Ahnung als wir und hat uns da gut zur Seite gestanden. Ja, vielen lieben Dank, Gina, dass du das alles so toll für uns organisiert hast und uns so gut unterstützt hast. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das hat viel Spaß gemacht. Wir wollen uns auch noch bei der Schwester Dagmara bedanken, die ja heute leider nicht da ist. Vielleicht könnte sie ihr das übergeben oder für sie zusammen, weil sie das ja heute dann auch für uns machen. Und ja, vielen lieben Dank auch an Sie. Unser zweites Leben. Cool, kunterbunt, fantastisch. Das ist der Titel, den die Kinder selbst ihrer Ausstellung gegeben haben. Die Paula hat das gerade schon erwähnt, wir haben also letztes Jahr mal darüber gesprochen, dass die Kinder sehr viel malen und zeichnen. Wir haben dann einen kleinen Malnachmittag gestartet, da durfte ich dann mit den Kindern malen. Das war ein ganz toller Nachmittag, es war wunderschön im Schutzhaus. Ja, und das, was dabei rausgekommen ist, was sie vorher gemalt haben, in den Monaten vorher, das könnt ihr euch jetzt hier alle in Ruhe anschauen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für die zahlreiche Teilnahme hier und dass ihr alle da sind. Und vor allem bedanke ich mich bei den Kindern. Ihr wart echt klasse. Ja, und das Haus hier, Maria Rast, ist so vollkommen schön und so atmosphärisch. Ja, eigentlich ist das wunderschön, dass wir das hier machen dürfen. Passt gut. Das passt gut. Das passt sehr gut, ja.